Ja, halt Pyros, ich habe neues Unboxing für euch. Shop ist derselbe wie beim letzten Mal. Preis inklusive dem Versand 50,50 €, ohne Versand 40,50 €. Ist jetzt natürlich schon geöffnet, wie erwähnt, und hier ist die Folie davon. Hier drinnen mit Lark. Genau. Gefilmt wird wieder mit dem S20 in 4K. 8K dauert mir einfach zu lange, bis YouTube das irgendwie mal bearbeitet hat. Pack ich mal aus. Stelle ich jetzt einzelne Artikel vor. Und den Preis. Explorer 5, 3,60 €, 22,5 Gramm NEM, P1, 4,5 Gramm Propeller. Ich weiß, bei Legal P gibt es die günstiger, für 2,95 € oder 2,90 € sogar nur. Habe die da aber jetzt nicht gekauft, weil ich keine Überweisung mache, sondern lieber mit PayPal zahlen möchte. Haben wir als nächstes die ACAB, Can't Stop Ultras, 16 Schutz, ja, Schutz vor allem, Schuss, Titanium Salutratze, K2 in Deutschland, Österreich, etc. Eine NEM von 104 Gramm. Genau. So, das kommt dahin. Haben wir als nächstes I Love Sky. Ich weiß nicht, habe ich gesagt, 8 Euro, weiß ich jetzt nicht. I Love Sky, 20 Stück. F3 Zulassung, 26 Gramm NEM. Machen wir mal hier auf. So sehen die Teile aus. Ähnlichkeit zum roten Corsair fällt mir direkt auf, muss ich mal sagen. Ja. Etwas über 1 Gramm NEM pro Böller. Ja, Preis war 4,45 € oder so. Ich habe jetzt auch bis auf die Exploder 5 hier habe ich Artikel genommen, die ich noch nicht hatte. Ja, genau, das ordnen wir mal da oben hin. Haben wir als nächstes Titanschlag Blau von Funke. Habe ich ehrlich gesagt auch nur wegen dem blauen Vorbrenner genommen. Ja. Da haben wir hier Knallkörper mit blauen Vorbrennern und Titanfunken. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung. Kategorie F2. 60 Gramm NEM. 1 Gramm ist, glaube ich, der Vorbrenner oder etwas mehr sogar. Ich weiß es nicht. Ja. Habe ich nicht nur einmal, sondern zweimal. Eine Packung hat 5 Euro gekostet. Also insgesamt. Es ist so geil. Ich denke mal, das hat man jetzt gehört. Der sollte mal seine Tür holen, der Nachbar. Das kommt übrigens wirklich vom Nachbar. 10 Euro, beide Packungen zusammen. Haben wir hier als vorletzten Artikel von Triplex. Sehen recht unspektakulär aus. Die Black Widow TXB 859 in der Kategorie 3 mit 38 Gramm. Hier sehen wir es. Dort. Ja, genau. Und dann kommen wir zum letzten Artikel. Achso, Preis 2,95, weiß ich jetzt nicht, ob ich es gesagt habe. Da haben wir nochmal einen Funke-Artikel als letztes. So, da schieben wir mal ein bisschen hoch. Ja, Funke Trueno Nummer 4. 20 Stück enthalten, 80 Gramm, also 4 Gramm pro Böller oder pro Trueno. F3 Zulassung. So, so sehen die aus. 4 5er Packungen. Ja, können wir mal entjungfern das Ding hier direkt. So. So sieht es aus. Super verarbeitet, wie man es von Funke kennt. Ja, hier auch nochmal schön der Funke oder Fünke, wie ich gerne sage. Ja, Zündschnur. Wie lang ist die? 5-6 cm, denke ich mal. 3 Gramm, wie gesagt, und super verarbeitet. 4 Gramm meine ich natürlich, bitteschön. Ja, packe ich mal wieder zusammen. So, die sind wieder zu. Stell die mit hier hin und zeige euch nochmal die Gesamtübersicht jetzt schnell. Wie gesagt, ist nur ein kleines Unboxing diesmal. Die haben übrigens 11,50 € gekostet. Das ist das gesamte Sortiment. Dazu kommt natürlich noch das alles vom letzten Mal. Ja, wird natürlich im Bunker aufbewahrt. Nicht hier in der Wohnung. Genau, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, liked das Video, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.